Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim KIMI-Report der Geschichte hinter der Geschichte. Auf diesem Kanal haben wir immer gesagt, dass wenn Corona vorbei ist, dass andere Themen kommen werden, die, sagen wir mal, unser tägliches Leben nicht unbedingt wesentlich unasketischer gestalten werden als die Maßnahmen, die wir jetzt heroisch überlebt und durchgemacht haben in den letzten 2 Jahren. Damit herzlich willkommen an diesem Sonntagmittag, den 3. April 2022, bevor ich mich umziehen gehe und euch dann offiziell in den Salon zu einem weiteren brisanten Thema einladen werde. Der April macht, was er will, insbesondere wettermäßig. Ja, es schlägt Kapriolen. Der Schnee hat natürlich auch etwas Beruhigendes. Ich hoffe, das gilt auch für die Kriegsparteien in Osteuropa, dass die doch mehr und mehr hoffentlich zu einer friedlich beruhigten Besinnung kommen werden. Einige haben geschrieben, ob das Video vom 1. April, der Laptop des Teufels, ob das ein Aprilscherz gewesen sei. Ich bin nicht so der Typ von Aprilscherzen, weil ja, ich habe da meine anderen Ventile, unter anderem das Kabarett, das mir sehr viel Spaß wieder macht, zertifikatsfrei. Es gibt noch Tickets für die Konserve am 23. April 2022. Unterstützt auch Markus Schamberger, der Inhaber, mit seinem Team und natürlich auch Priska Würgler, die Organisatorin von Graswurzle. Und natürlich auch mich, das freut mich ganz besonders. Und eben auch in der Region 12. und 13. Mai in der Ziegelei. In Oberwil, ich wurde gefragt, ob das auch mit ÖV erreichbar ist, hat mich kundig gemacht. Der Bus, der BLT, Basel Landschaftliche Transporte, hält praktisch vor der Haustüre. Es ist, schaut es lieber nochmal nach, Bus 64 fährt ab zum Beispiel von Basel-Bachgraben, von Alschwil oder von Oberwil-Hüsle-Matt. Also gut erreichbar. Es gibt auch Parkplätze, nicht gerade Tausende, aber in dem Raum haben auch nicht Tausende von Menschen Platz. Also kein 1. April-Scherz, das Video über Hunter Bidens Laptop. Auch kein April-Scherz ist das in Deutschland. Bei uns ist ja alles sehr ruhig. Wir sind von der besonderen Lage wieder in die normale Lage rübergegangen, selbstverständlich. Aber in Deutschland wird noch richtig heftig debattiert betreffend der Impfpflicht. Und wie Corona Transition schreibt, Medienberichten zufolge verdichten sich die Anzeichen, dass eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren nicht eingeführt wird. Derzeit findet laut RBB keiner der 5 Anträge, über die in der kommenden Woche der Bundestag abstimmen wird, eine Mehrheit. Verschiedene Abgeordnetengruppen beraten nun über eine Impfpflicht ab 50 Jahren. FDP-Gesundheitspolitiker André Ullmann sieht etwa ein Modell vor, bei dem es vorab eine Beratungspflicht gibt. Je nach Corona-Lage würde dann erst im Herbst entschieden werden, ob alle ab 50 Jahren geimpft sein müssen. Die Union plädierte für ein ähnliches, von der Infektionslage abhängiges Modell, forderte aber zudem auch ein Impfregister. Während Justizminister Marco Buschmann, FDP, ebenfalls eine Impfpflicht für Erwachsene ab 50 befürwortet, sind Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, beide Genossen der SPD, für eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Sie fordern eine sofortige Impfpflicht, bevor die nächste Welle beginnt. Die kommt ja im Herbst. Daneben stellte die AfD-Fraktion und eine Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki jeweils einen Antrag gegen die Impfpflicht. Also nichts da von Ruhe. Es wird wie verrückt da debattiert im Deutschen Bundestag. Ich habe übrigens in meinem letzten Newsletter den Marco Buschmann als Marco Bachmann geschrieben. Das ist ein Berufskollege in Basel
Und wahrscheinlich war das irgendein, ja nicht freudscher, aber ein Deformation professioneller Verschreiber als in meinem Newsletter, der irgendwie heute eintrudeln soll oder morgen, wenn ihr lest, FDP-Minister Marco Bachmann, er heißt Marco Buschmann. Also ich habe ihn schon verschickt, den Newsletter. Ich weiß nicht, ob ihn Niklas schon am Verarbeiten ist oder verarbeitet hat heute Nacht. Wir arbeiten ja auch samstags, sonntags, nicht gerade rund um die Uhr, aber viel. Und aber ein bisschen der Respekt ist, dass ich jetzt da jetzt, wie die Appenzeller würde sagen, nicht wegen jeder Henneschiss den Niklas am Sonntag störe. Da braucht es auch ein bisschen die Distanz, selbstverständlich. Und am siebten Tag sollte man ja ruhen. Zumindest kann man Details ja auch so klären. Debattiert wird auch auf der Welt noch, nämlich über Sanktionen gegen Russland. Und der Blick schreibt gestern, nicht mal die Hälfte der Staaten hat Sanktionen gegen Russland ausgesprochen, unter anderem Indien, nicht ganz klein China, Brasilien, Mexiko und auch Cyril Ramaphosa, der Präsident von Südafrika, hat, Zitat gesagt, wenn man Sanktionen aussprechen würde, Wirtschaftssanktionen, würde das alles noch länger dauern und Wirtschaftssanktionen würden jetzt nicht unbedingt die reichsten Leute treffen, sondern eher die rurale Bevölkerung, also die auf dem Land und die Bevölkerung, die eh nicht so viel Geld und Food-Reserven hat. Ein weises Wort vom südafrikanischen Staatspräsidenten Cyril Ramaphosa vom African National Congress. Nun, die Schweiz hat Sanktionen ausgesprochen und darum wurde sie auf die Liste der unfreundlichen oder manchmal Listen auch feindlichen Staaten in der russischen Regierung gesetzt und man hat dort, ja, Herr Köppel hat darüber berichtet, Roger, ich weiß nicht, ob er es nochmal tun würde, dass man dort eine Muttergesellschaft eines Schweizer Luxusuhrenherstellers besucht hat, eine Razzia gemacht hat und einige sehr, sehr teure Uhren im Gesamtwert von Millionen beschlagnahmt hat. Der russische Inlandgeheimdienst hat das gemacht, wegen Zollunregelmäßigkeiten. Köppel hat darüber berichtet, die NZZ am Sonntag hat auch darüber berichtet und jetzt überlegt man sich, ob die beiden aus dem außerpolitischen kommissionalen Nähkästchen geplaudert haben, ob man Strafanzeige ergreifen will, der Media an vorderster Front. Und meine lieben Damen und Herren, es erstaunt mich nicht. Viele haben schon gesagt, ja, warum kommt der Köppel immer so ungeschoren davon? Es ist alles eine Frage der Zeit, bis man auch ihn ins Visier nimmt. Voilà, so dramatisch finde ich jetzt das auch wieder nicht, dass man da Strafanzeige erstatten sollte. Ich habe ja mal in einem Video gesagt, ich wisse nicht genau, was dieses Z bedeuten soll. Dieser Kriegspropaganda, die Zürich-Versicherung hat ja gesagt, sie würden nicht mehr mit dem Z allein auftreten, es möglichst aus dem Logo zu nehmen und das den Begriff Zürich ganz auszuschreiben. Nun gut, wenn man nicht verzagen, den Spiegel fragen, die wissen alles, also die wissen jetzt, die Redakteurin, egal wie sie heißt, sagt, Zapopedu heißt das, also das heißt für den Sieg im Krieg. Und nein, für den Sieg allein, nicht für den Sieg im Krieg. Oder jetzt ist aber interessant, dass im kyrillischen Alphabet es den Buchstaben Z gar nicht gibt. Thomas Röpper schreibt sich da die Finger wund. Also niemand weiß ganz genau, was dieses Z bedeuten soll. Aber es ist zu einem Symbol geworden der russischen Aggressoren und Invasoren und Neukolonialisten und wie man sie alle nennt. Das ist jeden Tag ein neuer Begriff da. Ich habe den Artikel von Thomas Röpper aus St. Petersburg, Deutscher, der in Russland lebt, auf Everyday Kaimi 196 gestellt. Der böse Buchstabe Z, was bedeutet er, könnt ihr den ganzen Artikel kostenlos ohne Paywall lesen, macht euch selbst ein Bild und er schreibt, es ist interessant, dass
das dann natürlich bekämpft wird. In Deutschland gibt es bis zu 3 Jahren Haftstrafe, wenn man dieses Symbol verwendet, weil es ein widriger Angriffskrieg respektive das Symbol dazu ist. Und Thomas Röper, wie er halt so ist, fragt, warum hat es keine Strafe und schon gar keine langjährige Gefängnisstrafe gegeben, als es andere nicht UNO-genehmigte völkerrechtswidrige Invasionen und Kriege gegeben hat in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren. Wir müssen sie ja nicht aufzählen, ihr kennt sie bestens. Und jetzt, damit ich euch dann nicht zu lang versäume, weil es ist ja Sonntag und Salontag, marcokaimi.ch, dort findet ihr den Salon. Ganz interessante Sache, weil alle finden, oder viele finden, ja, der Stricker und der Köppel und der Kaimi, die könnten jetzt aufhören, es ist ja wieder alles gut. Die FDA, also die Zulassungsbehörde für alles, was in den menschlichen Körper reingeht, auch Ernährung. Zitat von Kollege Mercola aus Amerika, nicht Zitat, Bericht von ihm. Die jüngste Entscheidung der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, echtes Fleisch zu verbieten, ist ein Beweis dafür, dass der große Reset rasch näher rückt. Und wenn die Geschichte ein Hinweis darauf ist, könnten auch andere Länder diese Entscheidung treffen. Das Verbot in den USA soll am 1. April 2024 in Kraft treten. Da haben wir wieder diesen 1. April, aber 24. Auch da hoffe ich, dass man da keine dummen Scherze macht. Die Entscheidung folgt auf die wiederholten öffentlichen Appelle von Bill Gates an die westliche Welt, kein echtes Fleisch mehr zu essen, um das Klima zu schützen. Nach Ansicht der FDA ist die natürliche Rindfleischproduktion einer der Hauptverursacher des Klimawandels. Forscher der Universität von Kalifornien haben die Menge an Methan gemessen, die eine durchschnittliche Kuh ausstößt, und sind zu dem Schluss gekommen, dass Rinder weltweit die Nummer 1 unter den landwirtschaftlichen Quellen von Treibhausgasen sind. Wahrscheinlich kommt daher der Begriff, diese Rindviecher. Jedes Jahr produziert eine einzige Kuh etwa 220 Pfund, ca. 100 Kilo Methan, und das Methan von Rindern erwärmt die Atmosphäre 28 Mal stärker als Kohlendioxid. Die Aufzucht von Rindern in industriellen Massentierhaltungen, die treffend als Confined Animal Feeding Operations bezeichnet werden, wurden ebenfalls als Quelle für lebensmittelbedingte Krankheiten identifiziert und sind ein weiterer Grund, warum die FDA beschlossen hat, echtes Fleisch zugunsten von synthetischem Rindfleisch zu verbieten. Also noch einmal, es ist mir, nochmal, diese ganze 1. April Mist stinkt mir. Es ist heftig, aber alles, was da sonst an Zahlen kommt, das ist nicht heftig und auch nicht 1. April, weil Herr Gates, er spricht sich mit Massachusetts Institute of Technology Interviews, mit diesen Reviews dort, mit diesen Magazines und Papers, er spricht sich wirklich dafür aus, dass industrialisierte westliche Länder auf Rindfleisch, Original Rindfleisch oder echtes Rindfleisch verzichten sollen. Das hat nichts zu tun mit einem 1. April-Scherz. Und er spricht offiziell auch von der Fake Meat Solution for Climate Change. Also das hat auch nichts mit dem Datum 1.4. zu tun. Und es, wie man das auch herstellen kann und was da für Forschungen laufen über Beyond Meat und Impossible Burgers, das ist auch ein Thema von unserem Salon. Ich habe es euch gesagt, wir haben letzte Woche schon etwas in die Ernährung gebracht, wegen Haustieren, Time to Eat Your Dog und so weiter und so fort. Quasi eine Fortsetzung, die etwas tiefer runtergeht. Nochmals, sollte das mit der FDA wirklich ein 1. April-Scherz sein, dann nehmt es ernst, trotzdem. He? Also das beginnt immer mit einem Scherz und ist wunderbar vom Datum her, 2024, mit dem, was da läuft in dieser ganzen Climate for Future und Future for Climate, und dass diese, habt das vielleicht gesehen, dass diese deutsche Sängerin, die auf 4 Kontinenten weltweit schon aufgetreten ist, die 4 Sprachen relativ perfekt spricht, von Future for Friday
einen Auftrittverbot hatte, weil sie weiß ist und Rasta-Locken hat. Mich erstaunt gar nicht und darum finde ich es diesmal so wahnsinnig wichtig, ob jetzt das ein schlechter 1. April-Scherz ist oder nicht. Es läuft unglaublich viel immer noch im Hintergrund. Kein Grund, nicht zu genießen, aber auch kein Grund, nicht mehr wachsam zu sein. Und nun wünsche ich euch einen ganz schönen Sonntag. Hoffe, dass das jetzt mit dem Frühling dann doch noch klappt, außer in den Skigebieten, denen gönne ich natürlich diesen Schneefall, der noch gekommen ist, damit das Ostergeschäft nach dem Motto alles fahrt Ski noch etwas gedeihen kann. Ihr habt genug gelitten da im Tourismusbereich, aber nachher, gell, nach Ostern, da könnt ihr euch dann wieder auf Wanderferien und Frühling konzentrieren. In diesem Sinne, ab in den Salon. Ich bin euer Gastgeber, Marco Caimi dort und kommt rüber, marcocaimi.ch. Salut zusammen, bis sofort.